Oh, hallo. Jemand hat wirklich auf mein Video über Found-Footage-Filme geklickt. Das freut mich sehr. Denn heute möchte ich euch meine kleine Found-Footage-Filmsammlung vorstellen. Ich rede ja in meinen Videos relativ viel über dieses Genre. Und da habe ich mir mal gedacht, ich stelle euch mal ganz kurz meine Filme vor. Es sind nämlich einige. Ich habe hier nämlich über 50 Found-Footage-Filme. Ja, und wenn ihr denkt, das sind viele, das ist eigentlich nur der Anfang. Es gibt mittlerweile tatsächlich hunderte Found-Footage-Filme. Und allerdings gibt es nicht alle auf DVD. Und ich habe hier bei manchen Titeln wirklich Schwierigkeiten, hier eine DVD zu bekommen. Und ich möchte euch heute einfach mal kurz meine Found-Footage-Filme vorstellen. Vielleicht für den einen oder anderen Interessierten gibt es auch einen Titel, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich gebe nur ganz grob auf die Filme ein, weil, wie gesagt, über 50 Stück, das würde doch hier, ich habe keine Lust, ein 50-Minuten-Video zu drehen. Also fangen wir am besten auch gleich mal an. DVD und Blu-ray sind hier übrigens gemischt. Als erstes habe ich hier 388 Aletta Avenue, ein Found-Footage-Film mit Nick Stahl oder wie immer der heißt. Es geht hier wohl um einen Stalker. Das ist ein Film, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Alle anderen habe ich eigentlich schon gesehen, nur diesen hier nicht. Deswegen kann ich nicht allzu viel darüber sagen. Aletta Avenue. Dann Apartment 143, ein Found Footage Schrägstrich Mockumentary, der mir sehr gut gefallen hat, im Stile von, ich würde mal sagen, Paranormal Activity und auch ein bisschen mit einer kleinen Exorzismus-Story. Ein sehr solider Film, der mir wirklich ganz gut gefallen hat. So, dann habe ich hier aus England ohne deutsche Tonspur, muss ich dazu sagen, hier The Amityville Haunting, geht um die bekannte Amityville-Story, um das Haus, diesmal allerdings im Found-Footage-Genre angesiedelt. Grottenschlecht. Ich glaube, ich muss lügen, aber ich glaube, es ist Asylum. Wirklich schlecht. Das Haus sieht im Film alles andere aus, nur nicht wie das echte Amityville-Haus. Wirklich lächerlich. Schlechte Schauspieler, schlechte Atmosphäre. Wirklich bleibt von diesem Found-Footage-Film definitiv weg. Eine Enttäuschung. Und dann haben wir hier Apollo 18. Dieser Film ist sicherlich Geschmackssache. Es ist Paranormal Activity auf dem Mond mit Aliens. Ich finde, er war nicht schlecht. Das ist mal ein anderes Setting, was mir sehr gut gefallen hat. Allerdings insgesamt gesehen doch ein etwas schwächerer Film. Dann haben wir hier den spanischen Found-Footage-Film Atrocious auf Blu-ray. War auch recht solide, um ein Geschwisterpaar, die in ihrem Ferienhaus unheimliche Sachen erleben, mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen Ende, aber auch doch recht solide. Dann kommen wir hier zu einem sehr skurrilen Film, will ich mal sagen. Hier, das Cover ist furchtbar, wenn man es überhaupt erkennen kann. The Bake Street Hauntings ist nur erschienen bei Amazon.com. Und zwar, die DVD gibt es nur on demand, das heißt, die wird extra auf DVD-R gebrannt. Ganz amateurhafter Film, wirklich nicht zu empfehlen, nur für Hardcore-Found-Footage-Fans. Dann habe ich hier ganz kurz, warum ich den FSK 16-Ding da drauf klappe, weiß nicht, das ist mein Film. Basement, den ich gedreht habe, auch Amateurfilm, ob er empfehlenswert ist, kann ich nicht beurteilen. Okay, und dann haben wir hier, klar, die Mutter aller Found-Footage-Filme, zumindest für mich. Auch wenn man Cannibal Holocaust oder einen oder anderen Film vielleicht als Mutter der Found-Footage-Filme sehen kann, ist für mich Blair Witch Project definitiv die Mutter aller Found-Footage-Filme und mein absolut Liebster. Hier die Blu-ray aus England. So, weiter geht's mit einem deutschen Film, den wahrscheinlich auch absolut niemand kennt, obwohl ich mal kurz eine Review drüber gedreht habe. Es ist Camp Fürchte die Dunkelheit. Ich möchte nicht zu viel Negatives drüber sagen, weil das sind auch Filmemacher ähnlich wie ich, die hier mit ganz wenig Mitteln hier versucht haben, einen Film zu drehen. Das muss man ihnen hoch anerkennen. Aber ich denke, der Masse wird dieser Film wahrscheinlich nicht gefallen. So, dann haben wir hier einen etwas aktuelleren Film, habe ich noch nirgends vorgestellt. Crow's Nest, ein kanadischer Found-Footage-Film, der in den Wäldern irgendwo in Kanada, wahrscheinlich Vancouver, gedreht worden ist, um Redneck-Hillbillies, die ein paar junge Menschen stalken. War okay, allerdings auch Standardkost, jetzt nichts Überraschendes. Aber war mal wieder ein etwas besseres Niveau als das, was ich eigentlich gewohnt bin. Definitiv hier kein Amateurfilm, sondern schon relativ professionell gemacht. Und jetzt hier geht es in die Kannibalenrichtung. Ein ganz furchtbarer Film, habe ich auch schon mal irgendwo vorgestellt, glaube ich. Cannibals. Das Beste ist ja dieses Holocover. Ganz grottenschlechter Film über ein paar
Leute, die irgendwie in irgendeinem Dschungel sind, um irgendjemand, Michael Rockefeller, zu suchen oder die Überreste von ihm. Und dann kommen ein paar Kannibalen. Die Story hört sich gut an, aber furchtbar umgesetzt. Ganz, 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 ganz schlecht. Dann wieder ein sehr, sehr guter. Und zwar mal kein Horror-Found-Footage-Film, sondern ein, ja, also mehr fast schon ein Drama, Chronicle. Wozu bist du fähig? Über drei Teenager, die plötzlich über Superkräfte verfügen, als sie irgendwo im Wald einen Meteoriten oder irgend sowas finden und danach bekommen sie Superkräfte und alles im Found-Footage-Stil. Sehr gut. Es muss nicht immer im Found-Footage-Horror sein. Es kann auch mal hier mal ein Superhelden-Action-Drama-Film sein. Hat mir definitiv gut gefallen und wer jeder, der den Film noch nicht kennt, kann ich definitiv empfehlen. Dann natürlich einer, der die meisten hier definitiv kennen werden, und zwar Cloverfield. Ja, über das Monster, das New York in Schutt und Asche legt, denke ich, kennen hier wirklich die meisten, muss ich nicht viel drüber sagen. Auch eigentlich kein Horror, sondern Monster-Action-Film. Sehr gut, wie ich finde. Dann geht's weiter mit The Collingswood Story, ein älterer Found-Footage-Film, ich weiß nicht von wann, aber ich glaube Anfang 2000 oder sowas, der sich nur, man sieht nur Webcams, also die Leute, die vor der Webcam agieren, das hört sich langweilig an, ist auch sehr dialoglastig, aber mir hat dieser Film gut gefallen, gute, unheimliche Spannung und Stimmung. Eine Empfehlung gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, wieder mal hier die DVD aus England, wie ihr hier sehen könnt. Sehr schade, dass es nur im Ausland erschienen ist, aber definitiv eine Empfehlung, The Collingswood Story. Dann, ja, The Dark Area, habe ich mich schon öfters drüber ausgelassen, einer meiner liebsten Guilty Pleasure Filme, ein Film, den ich mir immer wieder gern angucke, allerdings um zu lachen und nicht, weil er so gruselig ist, die deutsche Antwort zu Blair Witch Project. ja, okay. Weiter geht's mit The Devil Inside. Ja, der ist ja, glaube ich, in Amerika sogar auf Platz 1 der Kinocharts gelandet. Und das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Exorzismusfilm hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, woran es lag, an den Schauspielern, an der Spannung oder weil ich alle schon 300 Mal gesehen habe. Aber dieser Film hat mir nicht gefallen, obwohl er wirklich um ein gutes Budget verfügt hat. Und einer der wenigen Found-Footage-Filme auch ist, die auch mal im Kino liefen. Aber eine absolute Enttäuschung, fand ich furchtbar langweilig. Dann geht's wieder in die Amateurecke. Documenting the Grey Man. Das Cover sieht natürlich mal wieder schön aus und verleitet hier zum Kauf, aber der Film innen drin definitiv, ich würde sagen, es ist Amateur. Ich glaube nicht mal, dass es Low Budget ist. Also sehr, sehr, sehr amateurhaft gemacht. Das Setting in diesem Haus ist ganz gut. Ist eine Exorzismus-Story, glaube ich. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Definitiv nicht gerade sonderlich empfehlenswert. Obwohl er ein, zwei gute Scares hatte. Aber insgesamt gesehen doch sehr, sehr, sehr schwach. Dann Episode 50. Einer von vielen Found-Footage-Filmen, die in einem, upsala, die in einem Asylum, also in einer verlassenen Nervenanstalt spielt. Und das ist definitiv einer der schlechteren. Diesen Trend hat ja Grave Encounters ausgelöst, so ein bisschen. Danach kamen ja diese Filme in der Irrenanstalt raus wie nichts hier. Und das hier ist mal wieder ein schlechterer. Es geht um eine Filmcrew, die ihre 50. Episode drehen in einem Asylum. Und dann geht natürlich der übliche Punk ab. Dann Evidence, ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Film halten soll. Die Story fängt gut an, beziehungsweise der Film fängt ganz gut an. Ich dachte eigentlich, dass es hier mehr um ein Monster, Bigfoot, ähnliches Vieh handelt, den die Camper hier im Wald begegnen. Aber dann driftet der Film in eine ganz andere Ecke ab und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was man überhaupt auf dem Bildschirm sieht. Sehr skurriler, verwirrender Film. Ob er gut ist, kann ich gar nicht so sagen. Ein Mittelding, würde ich sagen. So, weiter geht's mit Evil Things. Über wieder ein paar Freunde, die im Ausflug in irgendeine Waldhütte machen und dann von einem Typ gestalkt werden und am Ende umgebracht werden. Hat ein paar interessante Szenen drin, aber insgesamt auch wieder so ein Mittelding, ähnlich wie Evidence. Nicht gerade das Beste vom Besten. Jetzt komme ich durcheinander. Der Exorzismus der Anneliese M., der Film oder auch The Exorcism Tapes, ist ein Asylum-Film, die Antwort wahrscheinlich auf Emily Rose. Exorzismus-Film mal wieder im Found-Footage-Genre, die gefallen mir eigentlich nicht so doll. Und dieser Film ist übliches Asylum-Niveau.
Der übrigens in Deutschland spielt, der Film, mit amerikanischen Schauspielern, das ist vielleicht das Lustigste an dem Film. Definitiv nicht empfehlenswert, ganz klar. Dann habe ich hier Eyes in the Dark. Das ist auch so ein Amazon.com On-Demand-Ding. Was ging es da? Ich glaube, ach, das war Werwölfe. Allerdings auch sehr low-budget. Das ging, ja, Werwölfe, Found-Footage, ganz okay, aber auch nichts Tolles. Dann haben wir hier die Island-Recherche. Das ist eigentlich mehr eine Mockumentary mit Found-Footage-Elementen drin. Die hat mir ganz gut gefallen. Sehr mysteriös das Ganze. Die Geschichte ist recht nett. Es geht im Grunde um Aliens, wenn ich ja nicht zu viel verrate. Ist sehenswert, allerdings kein klassisches Found-Footage. Hier habe ich Grave Encounters. Dieser Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war einer der ersten Filme, die diese Story hat. Eine Filmcrew dreht eine TV-Episode in einer Irrenanstalt. Aber dieser Film ist gruselig, hat eine gute Atmosphäre, hat gute Schauspieler, wie ich finde, also zumindest recht überzeugend. Und dieser Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es auch auf Deutsch, glaube ich. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Sogar auf Blu-ray. Ich habe ja die amerikanische DVD. Hat mir gut gefallen. Anders wie der zweite Teil, den ich ja in meinem letzten DVD-Update vorgestellt habe, der hat mir gar nicht mehr gefallen. Sehr schlechte Schauspieler, schlechte Story. Es wird zwar einiges aufgeklärt, obwohl es gar nicht notwendig war, wie ich finde. Das war definitiv eine Enttäuschung, zumindest für mich. Dann habe ich hier den nächsten Film, der in einer Irrenanstalt spielt. Greystone, interessanterweise vom Sohn von Oliver Stone, Sean Stone. Und ich glaube, Oliver Stone spielt sogar da drin mit. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Der ist erst vor kurzem rausgekommen, deswegen kann ich ja nichts drüber sagen, aber Filme in der Irrenanstalt habe ich die Schnauze definitiv voll. So, der letzte Exorzismus, ein kleiner Überraschungsfilm von, ich weiß nicht, letzten oder vorletzten Jahr mit der deutsche Regisseur Daniel hat den gedreht, war ja ein Überraschungserfolg und obwohl ich Exorzismus Found Footage Film nicht so mag, der war gut, ist definitiv der beste Exorzismus Found Footage Film, mit einem auch sehr ein Ende, das einen doch ein bisschen verdutzt vor dem Fernseher hinterlässt. Der hat mir gut gefallen. So, dann Home Movie über zwei böse Kinder und einen total bescheuerten Vater, der das nicht wahrhaben will, dass seine Kinder irgendwie vom Teufel, nicht vom Teufel, sondern einfach von Grund aus böse sind. Mal etwas anderes war ganz okay. Dann, den Film habe ich schon ein paar Mal vorgestellt und ich kann den Film nur loben und euch ans Herz legen, mal reinzuschauen. Es ist eine Mockumentary, das heißt im Dokumentarstil mit Found-Footage-Elementen, aber extrem bedrückend, extrem schockierend, für mich zumindest. Hat mir sehr gut gefallen, sehr unterhaltsam, sehr professionell, ist ein australischer Film. Mit einer Szene, die mir wirklich eine der gruseligsten Szenen für mich persönlich, die ich in irgendeinem Film gesehen habe. Ich möchte nicht verspoilern, was. Das kommt gegen Schluss des Films. Das hat mich umgehauen, das hat mich erschreckt. Das Bild habe ich, wenn ich jetzt noch dran denke, ich habe das Bild definitiv vor Augen. Sehr empfehlenswerter Film, Lake Mungo. Dann Last Ride, auch aus Australien, aber ein ganz schlechter, der nur mit einer eine Kamera, die am Fahrradhelm montiert ist, gedreht worden ist, an einem Take. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube es allerdings schon. Allerdings passiert in diesem Film nichts. Man sieht nur 60 Minuten, wie sie hilflos durch den Dschungel rennen und von irgendeinem Schattenmonster gejagt werden. Definitiv nicht empfehlenswert. Dann ein Film, der vor Blair Witch Project gedreht worden ist, The Last Broadcast, eigentlich auch ein Mockumentary. Ein sehr, sehr guter Film, habe ich erst kürzlich wieder gesehen. Kann ich definitiv nur empfehlen. Gibt's auf Deutsch, allerdings, ich glaube, nur mit deutschen Untertiteln. Aber definitiv empfehlenswert, The Last Broadcast. Dann The Lost Coast Tapes. Das ist ein Bigfoot-Film. Oder auch nicht, ich möchte nicht verspoilern. Hier eine Gruppe, die sich mit einem Bigfoot-Jäger trifft, ähnlich fast wie Trollhunter, die Ausgangsstory. Nur, dass es hier halt um Bigfoot statt um Trolls geht. Recht okay, würde ich sagen. Dann Night in the Woods, ein etwas aktuellerer Film aus England. Wie ihr am Cover schon sehen könnt, so ein bisschen auf Blair Witch getrimmt. Geht um drei Leute, die im Wald campen. Ein bisschen mit einer Liebes-Dreiecks-Beziehung ist da drin. Nicht ganz so der absolute Hit. Das sage ich oft, dieses Wort, aber gut. Die meisten sind nun mal nicht dahinter, was willst du machen?
Ein Film, den ich wirklich gut fand, ist hier Nuroi, wie immer man den ausspricht, The Curse, ein japanischer Found-Footage-Film. Teils Found-Footage, teils Mockumentary. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann jetzt gar nicht mehr die Story wiedergeben. Aber er war stellenweise skurril, unheimlich und doch recht spannend. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Und ja, die machen wir mal ganz schnell durch, denn die brauche ich nicht groß vorzustellen. Paranormal Activity, ein klasse Film. Wirklich einer meiner Liebsten nach Blair Witch. Paranormal Activity 2, solide, aber nicht mehr so der Hit. Paranormal Activity 3, wieder eine Steigerung zum zweiten. Hat mir ganz gut gefallen, die Vorgeschichte so ein bisschen erklärt. Paranormal Activity 4, ich muss es sagen, Dreck. Furchtbar, grauenvoll. Paranormal Activity ist am Ende, hört auf, ich will keinen fünften, sechsten, siebten Teil, hat mir nicht mehr gefallen, es wird so gut wie nichts aufgelöst, es war nicht mehr unheimlich, es hat mir einfach, die Story war, die Schauspieler waren auch, es war einfach kack, diese Kinect-Scheiße hat mir nicht gefallen, es war schwach, es tut mir wirklich leid, aber Paranormal Activity hätte mit 3 definitiv enden sollen, genauso wie Saw, aber gut, das ist nur meine Meinung. Dann haben wir den japanischen Ableger Paranormal Activity Tokyo Night. Der war wiederum recht gut, inoffizieller oder halbwegs offizieller. Hier steht das offizielle japanische Sequel. Recht unheimlich und gut. Und jetzt soll ja demnächst, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, eine latinoamerikanische Version von Paranormal Activity kommen. Mal sehen, wie die wird. Kann nur besser werden als Paranormal Activity 4. Dann geht es weiter mit Paranormal Effect. Ein Film, der in Japan spielt, über einen japanisch amerikanisches Pärchen, die in Japan ihr Grauen erlebt. War recht solide, dafür, dass es eigentlich ein ziemlicher Amateurfilm ist, war doch sehr gut. Dann haben wir Paranormal Entity und hier wird es auch ganz komisch mit den Titeln, denn das zu erklären habe ich, glaube ich, schon mal in einem Versuch zu erklären, habe ich schon mal in einem meiner älteren Videos. Den Link kann ich ja mal einblenden irgendwo. Paranormal Entity ist ein Asylum, ist das Asylum Rip-Off zu Paranormal Activity. Allerdings ist in England dann Paranormal Entity 2, 3, 4, 5 erschienen, das ganz andere Filme sind, die ich hier habe unter anderen Titel. Und in Deutschland ist sowas ähnliches passiert, da hieß es nur Paranormal Investigations und jetzt kommt der absolute Hit, denn demnächst kommt ein Film raus, der nennt sich Paranormal Entity 1 hier in Deutschland, hat aber überhaupt nichts mit diesem Film zu tun, das ist total, wenn man sich Found-Footage-Filme kauft, muss man wirklich darauf achten, was man Film sich denn kauft, denn da kann es schon mal schnell passieren, dass man sich einen Film doppelt aus Versehen kauft. Dieser Film, wie gesagt, ein Rip-Off von Paranormal Activity, allerdings war er gar nicht mal so schlecht. Allerdings, der Regisseur ist Shane van Dyke und was ich von dem halte, könnt ihr meinem Titanic 2 Reviewer hören. Na gut. So, Endspurt, bald haben wir es geschafft hier. Ich versuche schon so schnell wie möglich zu reden. Paranormal Incident, wieder in einem Sanitarium spielt das Ganze. Wiederum relativ langweilig und schlecht. Wie viele Filme Paranormal gibt es denn eigentlich wirklich? Hier haben wir das, was ich eben erklärt habe. Das ist der erste Teil der deutschen Paranormal Investigation Reise. Heißt aber im Original A Death of a Ghost Hunter. Ein mittelmäßiger Film. Ein, zwei gruselige Szenen. Die gruseligste Szene ist hier, was man hier im Cover sieht. Nicht wirklich empfehlenswert. Und jetzt ist Paranormal Investigation 2. Der Film heißt eigentlich Gacy House. Der ist, glaube ich, in England unter dem Titel Paranormal Entity 2 rausgekommen. Also wie gesagt, sehr kompliziert. Das ist auch Asylum. Hier spielt im Gacy House. Der echte Serienmörder John Wayne Gacy rennt hier in Unterhosen als Geist rum. Wirklich schlecht, wirklich schlecht. Dann Quarantäne, das Remake, das amerikanische Remake zu Wreck. Solide, aber man braucht es nicht wirklich, weil Wreck ist ein guter Film und deswegen braucht man hier nicht unbedingt Quarantäne. Und weil ich gerade Wreck erwähnt habe, habe ich natürlich ja auch auf Blu-ray Wreck, fantastischer Zombie-Fun-Footage-Film, den dürften die meisten kennen, sehr, sehr gut, sehr unheimlich. Und Wreck 2, den kenne ich noch nicht, liegt ja schon ewig rum, muss ich dringend mal schauen, soll ja auch ganz gut sein. Wreck 3 ist ja eigentlich kein Fun-Footage-Film mehr, sondern ich glaube nur die ersten 20, 30 Minuten spielen in dem Genre, dann hört es ja glaube ich auf, dann wird er zum normalen Film. Weiter geht's mit The San Francisville Experiment, kam ziemlich direkt nach Blair Witch Project raus, auch so eine Art Guilty Pleasure für mich, ist nur bedingt unheimlich, die deutsche Synchro ist auf jeden Fall sehr lustig und habe ich glaube ich in meiner Review auch schon mal gesagt, zählt mal wie oft das Wort das weiße Licht vorkommt, macht daraus ein Trinkspiel und ihr seid nach 10 Minuten betrunken, ja. So, jetzt haben wir es wirklich gleich geschafft. Megan is Missing ist ein sehr, sehr
verstörender Film. Es geht hier um Megan, die vermisst wird. Es geht hier eigentlich im Grunde um Internetstalken, was Kindern passieren kann, wenn sie mit Fremden im Internet sich verabreden. Und da geht unter die Gürtellinie. Ist auch am Schluss sehr schwer anzugucken. Da passieren einige grausame, realistische Dinge, was leider schon zu oft im wirklichen Leben passiert ist. Wirklich ein Film, der mir am Schluss sehr schwer gefallen ist, überhaupt zu Ende zu gucken. Sehr harter Stoff. So, und hier haben wir Recut. Geht hier auch um Hillbillies, Serienmörder. Kann ich mich ganz schwer dran erinnern. Ich habe definitiv schlecht in Erinnerung, das muss ich sagen. Will ich nichts drüber sagen, hat mir nicht gefallen. War wahrscheinlich Dreck. So, hier The River. Eine Serie, sehr gut, die habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwo vorgestellt. Eine Serie, die im Found-Footage-Genre spielt, kreiert unter anderem von Oren Peli und Executive Producer Steven Spielberg hat der Serie leider nichts genutzt, denn die ist nach einer Staffel eingestellt worden. Die Story ist halbwegs abgeschlossen und halbwegs offen, das ist nicht so gut. Mir hat die Serie gut gefallen, kurzweilige Unterhaltung, auch für Horrorfans vielleicht interessant, mit guten Schauspielern, Bruce Greenwood unter anderem, kann ich definitiv empfehlen. Ich bezweifle, dass sie jemals irgendwo mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, aber man weiß ja nie. So, jetzt echt Endspurt, das sage ich schon die ganze Zeit. Scoo, ein komischer Found-Footage-Film, war nicht schlecht, allerdings ziemlich skurril, würde ich sagen. Hier in diesem Fall geht es um eine verfluchte Videokamera. Hier ist der Videokamera eigentlich das Böse. Und wie ich schon mal meine, irgendwo habe ich das schon mal gesagt, hier auf dem Cover ist ein Bild von Tucker und Dale vs. Evil. Da hat die Filmfirma wirklich Mist gebaut. Ich hatte überhaupt nicht selten drauf zu suchen. War allerdings, der Film war an sich doch ganz gut. Dann hier wieder ein schlechter Film, The Tapes aus England. Ein paar Gruppe von Teenager kommen irgendwie in so eine Teufelssekte aus der Szene rein. Und, schwach, ziemlich schwach, muss ich sagen. Dann Trollhunter, der hat mir wiederum sehr gut gefallen. Auch sehr interessante Story. Ist skandinavischer Film über eine Gruppe, die einen Trolljäger begleiten. Wie gesagt, ähnlich wie The Lost Coast Tapes. Sehr gut, wie ich finde. Dann wieder ein australischer Film. The Tunnel. Sehr guter klaustrophobischer Film. Erinnert so ein bisschen an The Descent. Nicht direkt, aber so ein bisschen will ich sagen. Sehr unheimlich, klaustrophobische Atmosphäre in einem Tunnelsystem irgendwo in Australien. Sehenswert. Dann The Unknown, das ist ein sehr unbekannter Film, habe ich auch lange nicht mehr geguckt, den müsste ich mal wieder reinziehen. Geht um Aliens auf jeden Fall, auch ein skandinavischer Film. Ihr könnt ja mal lesen hier. Hat mir aber gut gefallen, aber ist schon eine Weile her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. So, die letzten zwei. Endspurt. VHS, habe ich schon viel drüber gesagt. Episodenfilm, sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen. Vor allem die letzte Story war klasse. Und last but not least, die vierte Art. Es ist ein Mockumentary mit ein paar Found-Footage-Elementen, präsentiert von Mila Ljubovic. Aliens. War okay, nichts Besonderes. So, und alle, die jetzt noch zugucken, bekommen von mir ein extra Dankeschön. Das war ein langes Video. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Filme kurz vorstellen können, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was haltet ihr allgemein von Found-Footage-Filmen? Sind sie eher langweilig oder sind sie eher unheimlich? Meine Meinung über die Filme kennt ihr ja. Auch wenn es viel Mist gibt, es gibt auch immer wieder ein paar schöne Perlen. Wie Blair Witch natürlich und Paranormal Activity und so manch anderer Film, Lake Mungo. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.